Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir sind aber noch alle weg. Warum? Haben wir irgendwas Neues? Vielen Dank für die Hilfe. Okay. Von Lisbeth Bainham. Der Name sagt mir jetzt nichts. Sehr geehrter Commander Shepard. Ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben und möchte Ihnen dafür danken, dass Sie den Überlebenden der Vorfälle von Zeus Hope geholfen haben. Ihnen ist kaum noch etwas geblieben und dass Sie bei Ihnen bei dem verdammten Vertrag beigestanden haben, war enorm wichtig für Sie. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, was wir diesen Kolonisten angetan haben, was wir zugelassen haben. Kennen Sie das? Wünschen Sie sich auch manchmal, Sie hätten den Tod so vieler Leute vermeiden können? Nö. Wir hatten keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Aber trotzdem frage ich mich das. Nochmal danke. Ich tue, was ich kann. Sie haben den Überlebenden ein wenig Frieden gebracht. Hochachtungsvoll, Lisbeth Bainham. Ja, was oder was auch immer, ne? Haben wir irgendwas Neues zu forschen? Ich muss jetzt mal überall mal kurz durchgehen. Nope. Auch nicht. Du. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, guter Zeitpunkt sogar. Ausgezeichnet. Habe Durchbruch erzielt. Kann Ergebnisse mitteilen, während die nächsten Proben wachsen. Hasse es, die Analyse der Kulturen abzuwarten, dauert immer zu lange. Kenne Ergebnis meist schon vorher. Also nur noch Bestätigung, muss sorgfältig vorgehen. Schweife ab. Entdeckung. Kann anhand der Verbindung Proteaner-Kollektoren-Technologie untersuchen. Modifikationen der Reaper-Spezies auflisten. Untergang der Proteaner. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Frühe Stufen ähneln Indoktrination. Vermute, gefangene Proteaner verloren über mehrere Klongenerationen Intelligenz. Kybernetische Veränderung danach weit verbreitet. Nach Scheitern der Proteaner fügten die Reaper zum Ausgleich Tech hinzu. Mentale Fähigkeiten kaum noch vorhanden. Ersetzt durch überarbeiteten Input und Transport der sensorischen Daten. Übermitteln Daten an ihre Herren und Meister. Okay. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nein. Drüsen durch Tech ersetzt. Verdauungssystem durch Tech ersetzt. Seele durch Tech ersetzt. Was Sie auch waren, es ist für immer fort. Verstehen Sie jetzt? Keine Kunst, keine Kultur. Mehr Husks als Sklaven. Werkzeuge der Reapers. Die Proteaner sind tot. Kollektoren sind die endgültige Provokation. Müssen zerstört werden. Ja, das ist ja... Ne? Kacke. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch mehr Motivation brauchen, um die Kollektoren aufzuhalten. Begrüße die Herausforderung. Sah Notwendigkeit des Angriffs auf Kollektoren nach solche auf Omega. Ihr Werk, meine Leute. Schwer, zwei Armeen gut zu finden. Eine gewinnt, eine verliert. Danach gibt es immer viel Arbeit. Habe jetzt mehr Kontext. Erkenne, was die Kollektoren sind. Habe vorher aber nicht nach anderer Arbeit gesucht. Das meinte ich nicht. Bin aber jetzt mit dem Herzen dabei. Werde sie nicht im Stich lassen. Das freut mich doch. Sie sagten, die Kollektoren hätten keine Kunst. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen daran überhaupt etwas liegt. Persönliches Interesse vernachlässigbar. Hab ein bisschen gesungen. Multispezies-Aufführungen zu kulturellen Studienzwecken. Gilbert und Sullivan musste immer die Pater-Songs übernehmen. Zurück zum Thema. Künstlerischer Ausdruck spiegelt philosophische Evolution wider. Interesse an Wachstum, Perspektive, Beobachtung, Interpretation. Vermute, auf Kollektorenbasis gibt es keine Kunst, sind kulturell tot. Werkzeuge der Reaper, schlimmer als die Geth. Moment, Sie haben gesungen? Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Torianer Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Mikroorgane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Ja gut, ich glaube, der Synchronsprecher hatte seinen Spaß, ne? Ja gut. Was stört Sie an den Modifikationen der Kollektoren so sehr? Sie stören das soziotechnologische Gleichgewicht. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer, dass Intelligenz vorhandene Beschränkungen überwindet. Kann Last nicht tragen, erfinde darum Rad. Kann Nahrung nicht fangen, erfinde darum Speer. Beschränkungen. Keine Beschränkungen, kein Fortschritt. Kein Fortschritt, Kultur stagniert. Gilt auch andersherum. Fortschritt vor Kultur ist ebenso katastrophal. Sah es bei den Kroganern, wurden von Salarianern unterstützt. Katastrophe. Unsere Schuld. Schuld?
Sie geben den Salarianern die Schuld an dem, was die Kroganer getan haben? Ja, Höhlenbewohnern gibt man keine Atombombe. Die Kroganer waren nicht bereit für die Raumfahrt und den technologischen Fortschritt. Oh. Die Kroganer hätten sich alleine entwickeln sollen, mit ihren Aggressionen umgehen lernen, langsam für die Verantwortung neuer Tech bereit werden. Stattdessen kamen die Salarianer, haben Kultur der Kroganer gestört, haben Kroganer als Waffe gegen die Rachni eingesetzt. Kurzsichtig, dumm. Das ist eine neue Seite, ne? Wenn Sie das so sehen, wieso haben Sie dann an der Modifikation der Genophage gearbeitet? Wie besprochen. Beste Option. Das oder alle töten. Wäre ich beim ersten Kontakt dabei gewesen, hätte ich dagegen argumentiert. War ich aber nicht. Kann nur jetzt mein Möglichstes tun. Oh, naja. Sonst haben wir hier alles? Ja. Danke, dass Sie mir Ihre Erkenntnisse mitgeteilt haben, Morden. Richtig. Bin stolz darauf, hier zu sein, Shepard. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Bitteschön. Ich glaube, wenn man von jedem jetzt die Vorbild... Nee, nicht Vorbild. Loyalitätsquest macht, kriegt man neue Gespräche. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum. Gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Wohl wahr. Die nächste Normandy kriegt eine Lounge. Hoffentlich müssen die das nicht nochmal machen. Alles wieder neu zu bauen, war eine höllisch anstrengende Nummer. Das kann ich bestätigen. Ja, ich wette, dass sie das können. Wenn wir versagen, glaube ich nicht, dass jemand die Kohle springen lässt, um mich wieder zusammenzuflicken. Schon ein harter Job war, Shepard, zu den Guten zu gehören. Ich bin mehr abtrünnig als gut, aber ne, das lassen wir mal außen vor. Es wäre nicht der richtige Weg, wenn es leicht wäre. Man stelle sich mal vor, dass alle, die jetzt auf unseren Sieg hoffen, sich erheben würden. Dann müssten die Kollektoren eine weitaus größere Schlacht schlagen. Schießen. Wie auch immer. Ich wette, wir haben jede Menge neue Freunde, wenn wir siegen. Hoffentlich erleben wir das noch. Ich hab's vernommen. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Gleichfalls. Commander. Sonst noch irgendwas? Es geht mir so schnell? Ah, okay. Ich bekomme wir sprechen später. Commander. Gut, mit Miranda kann ich es noch vergessen. Da habe ich die Loyalitätsquest noch nicht gemacht. Könnt mit Joker... Oh, komm, wir reden mal kurz mit Joker. Die Lehre in diesem Schiff ist schon echt krass jetzt. Joker. Oh, noch ein gefährliches Alien an Bord, Commander. Können Sie nicht irgendwas anderes sammeln? Münzen oder Zierteller oder so? Ich bin gerade am Überlegen, wer... Gehe ich recht in der Annahme, Edi und ich genießen lediglich die Ruhe vor dem Sturm, der uns in die Scheiße schleudert, Commander. Viel Spaß dann, ne? Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Wen haben wir denn neu? Dass er sich jetzt beschwert. Ich bin gerade ein bisschen... Komm, wir gehen... Stimmt, Tana. Oder? Ich kann mich daran nicht erinnern, das ist mein Problem gerade, ne? Hier drin vielleicht? Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. No, keine Gespräche mal hier. Backbord? Hier ist ja nur. Genau, du. Es ist so still hier. Ich vermisse die Crew. Ja, gleichfalls. Nicht nur du. Nee, ich muss nicht auf Klo, sorry. Hier sind ja auch alle weg. Na komm, Miranda, hast du was zu sagen? Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Okay. Ich sage Ihnen Bescheid, natürlich, Miranda. Commander. Okay, das müssen wir definitiv noch machen. Aber wir sind ja schon auf Ilium, stimmt. Oh, jetzt erinnere ich mich. Oh, stimmt. Oh, selbst du... Oh, sag was, ist auch weg. Oh. So was zu sagen? Shepard, Commander. Sind Sie bereit, die Hochburg der Heretics anzugreifen? Noch nicht. Zur Kenntnis genommen. Ich will mal was machen. Ich speichere mal kurz. Ich will das mal ausprobieren. Wie sieht es danach aus? Ja.
Nein. Einfach nein. Das passt gar nicht mehr dann. Das passt doch so nicht. Das passt nicht zu unserem Spielstil. Wo ist denn Tane? Ist Tane dann hier hinten? Er wurde hier doch angezeigt. Nee. Shepard. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in einem. Wir reden später. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wo ist der? Wo ist Tane? Wer hat jetzt. Oh, da gibt's hier doch nicht. Oder bin ich zu doof? Ah, Lebenserhalt. Stimmt, hier. Oh mein Gott. Du, genau. Ich erinnere mich. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja. Ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Was ist das? Wo genau liegt das Problem? Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kajay, der Heimatwelt der Hanar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Oh, das ist doch mies. Können die nicht etwas unternehmen? Die Hanar haben ein gentechnisches Programm, das irgendwann zu unserer Anpassung führen dürfte. Das Projekt läuft aber erst seit ein paar Jahren. Bis es Früchte trägt, hat mein Körper das Atmen sicherlich längst eingestellt. Das ist doch echt mies. Oh. Mit der Zeit einfach ersticken. Oh Gott, nein. Dann gehen Sie weg von Kaja. Oder verwenden Sie Atemgeräte. Drell haben eine enge Beziehung zu den Hanar. Wir sind voneinander abhängig. Das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Wohnungen im Inneren sehr trocken zu halten. Werden Sie bis zum Ende der Mission einsatzfähig bleiben? Die nächsten 8 bis 12 Monate sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Je mehr Zeit ich in feuchter Umgebung zubringe, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Ich halte es für gesichert, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem mein Körper nicht mehr funktioniert, entweder gesiegt haben oder tot sind. So oder so werde ich keine Last für Sie sein. Ja, dann hoffe ich, dass hier die Luft besonders trocken für dich ist. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Das Problem ist, wir haben ja nicht mal mehr Mediziner, ne? Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Okay. Ich möchte erst darüber nachdenken, was wir... Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Oh, hier. Wir brauchen die bestmögliche Ausrüstung, um es mit den Kollektoren aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Hinweise, die ich verfolgen könnte? Mein altes Kontaktnetzwerk hat oft seltene Ausrüstung für mich aufgespürt. Soll ich mit Ihnen mal in Kontakt treten? Klar. Ja, mal sehen, was Sie haben. Ah, Schiffsverbesserung. Modulare Sonden, okay. Oh, 100% Sondenkapazität und zusätzliche Sonden. Schiff hat 10 zusätzliche Erkundungssonden erhalten. Oh, nice. Brauche ich die selten auffüllen? Das hätte ich mal früher gebraucht, bevor ich die Mod hatte. Aber okay, gut, in Ordnung. So, dann wollen wir noch ins hier unten hin und dann noch mit den Leuten reden. Ob die jetzt irgendwas Neues zu sagen haben? Du, Grunt. Shepard. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kanrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer.
Es ist unter der Stirnplatte. Man muss sie nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kenrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Hoffentlich haben sie einen guten Grund dafür, mich beim Mittagessen zu stören. Es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Stimmt, was ist mit Garrus? Fangen Sie keinen Streit mit Garrus an. Ich dulde so etwas nicht auf meinem Schiff. Ich hasse Garrus nicht. Ich hasse die Turianer. Garrus ist zwar Turianer, aber er gehört zu ihrem Clan. Ich reiße ihm nur das Gesicht ab, wenn er sich gegen mich stellt. Es ist zwar Hass, aber mein eigener. Okir war blind und wollte, dass ich es auch werde. Doch dank ihnen habe ich jetzt einen Clan. Und langsam begreife ich, warum das wichtig ist. Wie auch immer, ich grüble immer noch, wo ich da hineinpasse. Aber ich musste eben einfach darüber lachen. Ohne tieferen Sinn, Shepard. Okay, gut. Sehr schön. So, dann... Ach stimmt, die seid ja auch nicht da. Dann mit Madame Junten, Madame Jack. Hi. Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Es gab nur einen weiteren Überlebenden der Anlage und den haben Sie getötet. Das hatte denselben Grund wie die Sprengung der Anlage. Jetzt bin ich die Einzige, die sich daran erinnert, was dort geschehen ist. Es soll weg sein. Es soll alles weg sein. Jetzt ist es nur noch in meinem Kopf und wenn ich sterbe, stirbt es mit mir. Ja, ist die Frage, ob das jetzt besser ist, ne? Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Mir ist egal, wie Sie es machen, aber die Sache lenkt uns nicht nochmal ab. Verstanden? Jawohl, Sir. Commander, Sir. Wie auch immer. Mal im Ernst. Sie haben was für mich getan und... Ach, scheiße, ich bin's nicht gewohnt, mich zu bedanken. Ja, alles klar. Gern geschehen. Aber nochmal, so irgendwie normal reden, können wir das? Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Es gibt nichts mehr zu sagen. Kommen Sie später wieder. Ich sollte jetzt. Gut. Okay. Reden wir später. Dann gibt's noch Tali. Ja, stimmt, bei Tali habe ich auch noch die Quest offen. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich nichts sein. Nein, warum bist du weg? Wann immer sich ein Zeitfenster anbietet. Okay, ist gut. Ich komme wieder auf Sie. Wir reden später weiter. Ist ja gut. Ist gut. Erstmal die Richtung. Doofe Tür. Erstmal die Richtung verlieren, würde ich sagen. Dann sind wir hier auch fertig. Gut. Schön, dann haben wir wieder eine so schöne Gesprächsfolge gehabt. Wir haben gehört, wie Morden gesungen hat. Ist doch auch mal was, ne? Man hört Morden nicht jeden Tag singen. Gut, auch einfach Sam, wie er singt. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann. Cheerio.